So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ich habe jetzt ein bisschen trainiert. Ich hoffe mal, dass mir das hilft. Level 18, Level 17 im Durchschnitt. Genius kriegt vielleicht noch Level 18. Aber ich denke nicht, dass ich das auf dem Weg nach oben noch machen werde. Ich werde jetzt einfach nach Möglichkeit ohne großartig Kämpfe zu haben, einfach hochgehen. Und dann mal gucken. So, da hoch. Dann da rein. Da rein. Und hier rein. Und dann dürfte ich nach oben kommen. Ach, Moment. Ich weiß, wie ich das verhindern kann, dass ich hier noch großartig kämpfen muss. So. Heilige Aura. Dankeschön. Nee. Ich sollte dann auch mit dem heiligen Licht hier trotzdem nicht zu lange in einem Gegner drinnen stehen bleiben. Dann gehe ich unten nochmal speichern. Einfach für den Fall der Fälle. Geheilt bin ich komplett. Was das Ding für Schwächen hat, muss ich gleich nochmal gucken. Also Schwäche sowieso, nur Finsternis. Wie viele Schwarzquarz habe ich jetzt eigentlich? 4 Stück. Gut, dann werde ich nämlich gleich anfangs im Kampf auch nochmal einen Schwarzquarz einwerfen. Das ist jetzt meine erste Flucht, aber das wird schon passen. Ja komm, flieht schon. Ach, Leute. Ihr sollt keine TP verballern. Danke. Ja, Mano, komm, dann bring ich ihn halt um. Achso, es haben ein paar Leute was gelernt. Zum Beispiel hat Lloyd den Supersonic Thrust gelernt. Und Rain das Photon. Deshalb ist Rain jetzt auch gerade im Team und Colette nicht mehr. Aber ich denke, für den Bosskampf werde ich Rain wieder rausnehmen, weil mit dem Photon kann ich da unheimlich viel anfangen. Nicht. Nämlich so ungefähr gar nichts. Andererseits habe ich so halt einen Charakter mehr zum Heilen. Angel Ring ist auch Lichtelement, das heißt, es bringt bei dem Gegner auch nicht so viel. Und ich werde wahrscheinlich sowieso, wenn ich Unisono mache, immer mit dem Cross Thrust draufhauen. Von daher ist das. Komm, dann kommt Colette halt rein. So, Techniken. Ich glaube, ich muss gleich im Kampf nochmal schauen, gegen was er jetzt alles schwach ist und gegen was nicht. Genius. Items habe ich auch, also eingekauft habe ich. Zu Genüge. Zitrusgele habe ich jetzt nicht so viele, aber ich habe Maximum Orangen, Maximum Apfelgele und fast Maximum Wasser des Lebens. Das sollte also ein bisschen reichen, hoffentlich. Ich werde gucken. Kraft der Finsternis, ja. Ich hoffe mal, ich werde damit Lloyd ordentlich was reißen können. Mit dem schwarzen Quarz dann. Wir werden sehen. Gespeichert habe ich. Mehrmals, glaube ich. Ja, einmal draußen, einmal drin. Ganz viel Blabla. Da ist Mana! Mensch! Sowas aber auch! So. Gleich mal ein magisches Auge draufhauen. Donner, Licht und Feuer sind resistet. Und Finsternis ist Schwäche. Das heißt, Donner, Licht und Feuer. Das heißt, Feuer kommt aus. Donner kommt aus. Bam, bam, bam.
Wasser war normal, dann kannst du ruhig Spread machen. Lightning müsste raus, Stalagmite darf rein. Ray Satellite darf rein. Angel Feather lasse ich raus, weil Licht. Und der Rest passt. Er lernt jetzt vielleicht gleich noch den Air Thrust, das wäre ganz cool. Und dann gucken wir doch mal, was das hier gibt. Oh. Pancake Time! Dann hau ich mal für mich einen schwarzen Quarz rauf. So. Und ich hab den Cross Thrust gefallen. Ach, warte mal. Ja, wahrscheinlich. Au, war das doof, wollte ich sagen. Sonic Double Demon Fang. Yo. Items muss ich sowieso noch warten. Fierce Demon Fang. Moment, nicht Wasser des Lebens, schwarzer Quarz, auf mich. Ja, ist gut. Na. Und jetzt habe ich keine TP mehr. Und Kratos keine HP mehr. Ups, und Rebell auch nicht. So, dann haut Genius bitte auch noch ein Citrus-Gel für Colette raus. Something's coming. Ach, Photon kann er ja auch. Dann belebst du mich bitte wieder. Nein! 5000. Das geht doch schon deutlich besser. Schwarzen Quarz für mich. Aua. Autsch. Achso, die First Aid ging auf ihn, ja gut. Das ist auch nicht schlecht. 3000 noch. So, dann darf Genius bitte mal. Nee, Moment. Kotlet darf bitte mal ein Wasser des Lebens schmeißen auf Kratos. Au. Und auf mich bitte auch noch. Mano. Wie viel hast du noch? Scheiße. Gerade wiederbelebter stirbt das Teil. Okay. Nein! Genius, what you doing? Du bist der beste Koch in der Gruppe und verkackst bei einem Sandwich? Gosh, und minus 5 Grade. Ja, super, ich habe sowieso nicht so viel. Und 3100 Erfahrung. Ja. Nice. Oh. Das war im Übrigen Siegel Nummer 4. Eigentlich, theoretisch. Also habe ich jetzt Siegel 1 und 4 gebrochen. 2 und 3 fehlen noch. Auserwählte der Erneuerung. Du hast es bis hierher geschafft, eine große Leistung. Bringe jetzt dein Gebet am Altar dar. Ja. I will do my best. O Gottin Martell, Beschützerin und Nährerin der Erde, gewähre mir deine Stärke. Bling! Flügel, Flügel!
Ja. Ja. Warum passiert nichts? Jetzt. Hi. Wo ist Asuka? Wow, es hat gesprochen. Ohne Asuka bin ich machtlos. Ich kann keine Bündnisse schließen oder Eide leisten. Bitte, findet Asuka, um meine Macht wiederherzustellen. Ja, so viel dazu. Tschüss, Luna. Nanu? Ja, der Engel kommt trotzdem. Na gut. Na? Auserwählte Colette, das hast du gut gemacht. Das zweite Siegel ist nun gebrochen. Aber. Nimm den Segen von Crucius an. Hiermit gewähre ich dir weitere Engelskräfte. Vater? Das nächste Siegel liegt im Südosten an einem Ort, der den Tod erwünscht. Den Tod wünscht. Südosten? Ja, doch. Entrichte deine Gebete am Altar dieses fernen Landes. Vater, habe ich irgendwie euer Missfallen erregt? Das spielt keine Rolle. Für dich ist nur von Belang, dass du ein Engel wirst. Von Bedeutung meine ich natürlich. Nett. Arschloch Daddy. Ich werde dich am nächsten Siegel erwarten, Colette, meine Tochter. Beeile dich, ein wahrer Engel zu werden. Enttäusche mich nicht. Was ist mit dem los? Er redet immer, als sei er enorm wichtig. Entschuldige dich bei Colette. Es ist schon gut, Vater. Ramiel hört sich tatsächlich so an. Hä? Okay, ja. Nun, sollten wir zum nächsten Siegel aufbrechen? Obwohl er sich genauso konfus angehört hat wie immer. Hört auf, euch zu beschweren. Lasst uns gehen. Armes Kotelett. Eigentlich kann mir nichts passieren. Ha! Die haben sogar alle ein Level abgekriegt. Das heißt, es werden garantiert noch Leute was lernen wollen. Ja gut, das kannst du wieder anmachen alles. Du auch. Parable! Ja gut. Gehen wir oben rum. Speichern kann ich ja sowieso draußen. Wie viel fehlt eigentlich noch? 400, 700 und Matsch. Aber 3100 Erfahrung, das ist schon ordentlich. Selbst für einen Boss. Dafür war er auch schwer genug. Will ich behaupten. So, bin ich gleich wieder draußen. Yo, danke. Halt! Na? Diese Stimme? Oh nein. Ach ja, jetzt weiß ich auch, warum ich geheilt wurde. Diesmal entkommt ihr mir nicht. Dieser heilige Turm wird euer Grab sein. Ach, du bist auch hier, hallo. Bleib zurück, keine Bewegung, fass nichts an. Wir sind doch Freunde geworden. Müssen wir trotzdem miteinander kämpfen? Wir sind keine Ich habe nicht vor, mich mit euch anzufreunden. Macht euch bereit zu sterben. Geht in Stellung. Here she comes. Everybody's counting on me. So, Madame. Blitzhüter und resolute Killerin. Ich bring erstmal sie um. Hey, I got it!
Alter, würdest du bitte mal... Danke. Au. Soul Brain, Super Sonic Thrust. Ja, Sonic Thrust und Super Sonic Thrust geben wahrscheinlich keinen Cross Thrust. Oder? Nein. So, danke. Die ist schon mal hinüber. Dann darfst du mit deinen 5500 auch noch dran glauben. Au, don't bother me. Au, Mano. Jetzt muss ich sogar Jeans wiederbeleben. Ja. Ups. Oh, mein KP sind. Ich war auf ein KP runter. Geil. Wie viel hast du noch, du Sporten? Ja. Gut. Just as I expected. Schwertheiliger. Womit habe ich das verdient? Ah, warum? Warum kann ich nicht gewinnen? Das Gute und die Liebe werden immer siegen. Dwarven Row Number 7. Genius, bitte hör auf mit dieser dummen Zwergenregel. Das Gute? Was soll das heißen, das Gute? Wenn ihr gut seid, bin ich erst recht gut. Nicht du auch noch. Hört alle sofort mit diesem Kitsch auf. Was wisst denn ihr? Wenn eure Welt erneuert wird, geht mein Land unter. Das werde ich nicht zulassen, so wahr ich hier stehe. Moment, was redest du denn da? Wenn ich die Welt erneue, werden doch alle gerettet, oder? Diese Welt wird vielleicht gerettet. Wut! Halt, wer bist du? Du bist also nicht allein? Diese Welt? Was soll das bedeuten? Dieses Mädchen, ist sie... Kennst du sie? Nein, verschwinden wir von hier. Ha. Kratos, du wirst immer mysteriöser. Nein, nicht mysteriöser, immer verdächtiger. Flop. Professor Sage, Colette's sick again. Oh no. We must let her rest immediately. Time to set up camp then. Yes. But if this is going to happen every time she releases a seal, Colette is going to have a difficult journey ahead of her. For the time being, I'm going to call the phenomenon angel toxicosis. Colette, are you okay? Does it hurt? Die Engelsvergiftung. I'm fine. It'll go away soon. I'm sorry for worrying everyone. Okay, that's enough. You're not allowed to apologize anymore, okay? I'm sorry. Durr. Weh, du entschuldigst dich. Tut mir leid. Da steht sie wieder und starrt den Mond an. Colette, you're still up? I couldn't sleep. You may feel better now, but you still need to rest. I know. I'll go to sleep in a little bit. Don't worry. Haha, leichter gesagt als getan. Kratos is still awake too. See? Der hält ja auch Wache. He volunteered to be the night watch. You need to rest. Okay. Oh. Okay. Good night. Good night. Please, dream some good dreams for me, Lloyd. Was ist los, Colette? Teile dich mit. Sprich frei heraus. Langweilig. Aha. Was ist los? Nun, diese Sache mit den Siegeln, sie wird langsam langweilig. Nein! Ich habe die Bewohner von Iselia und all die anderen Opfer nicht vergessen. Gut.
Tut mir leid, ich habe nachgedacht. Nicht nachgedacht. Ein einziger Fehler kann alles zerstören. Du solltest dir darüber klar werden, warum du diese Reise unternimmst. Sollte ich wohl. Wäre wohl ganz nützlich. Habe ich so gehört. Boah! Gegner. Autsch! Danke. Ja, tschüss. I was just warming up. Kratos muss auch immer noch den Air Thrust lernen. Fällt mir gerade so auf. So. Noch irgendwer, der was lernen will? Nein? Gut. Wieso hat er eigentlich schon wieder nur Windblade gezaubert und keinen Air Thrust? Ach so, haha. Weil er das Windblade erstmal noch, was weiß ich, wie viel Mal benutzen muss. Ach, geil. Never stood a chance. Ach komm, nee. Das alles zu deaktivieren macht ja auch nichts. Macht Jen Cole auch nicht fett. Muss er halt das Windblade noch ein paar Mal einsetzen, bevor er den Air Thrust lernt. Habe ich nicht eigentlich auch noch eine Gemme bekommen? Nee, hab ich wohl nicht. Treffer Pro und Technisch, ja. Perfekt. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich hin muss. Nee, lass mich. 5000 schon wieder. Das ist in Ordnung. Stop! Zum wievielten Mal kommt die Szene jetzt schon? Unser Freund war schon wieder da. Ja, ist okay. Hey. So. Kann ich eigentlich großartig neue Rüstung kaufen? Nein, nicht bei dir. Bei dir, genau. Ich glaube, da gab es aber nichts mehr hier. Goldreif und Armreif, ja, gut. Noch ein Ledercape dazu. Den Rest kann ich mir eh nicht leisten. Ausrüsten. Goldreif, Armreif, Ledercape. Der Rest sollte alles schon das Beste sein. Sieht gut aus. Kann ich irgendwas verbessern? Irgendwas schmieden, meine ich. Synthetisieren, was auch immer. Der Rubinstab, aber ich habe keine Nymphenträne. Eisenhandschuhe, ja geil. Und ich habe kein schwarzes Silber? Ich habe doch eine ganze Menge schwarzes Silber da in dem Turm eben geklaut, oder nicht? Hä? Was habe ich denn dann da geklaut? Schönes Granulat. Ach so, schwarzen Quarz und weißes Silber. Härter und teurer als normales Silber. Mhm. Ja gut, so wird das natürlich dann nix, ne? Na gut.
Items auffüllen brauche ich jetzt, glaube ich, gerade nicht. Dann kann ich gerade mal gucken, ob ich das, was mir gerade so im Kopf rumgeistert, aufmachen kann. Wenn ich schon mal hier auf dem Weg bin. In der Gegend. Ich würde gerne absteigen. Achso, falscher Knopf. Wo soll den richtigen? Asgard Farm. Eine Menschenfarm. Ich halte mich besser fern. Du. Okay. Ich könnte auch schauen, ob ich mich darum kümmern kann, dass ich Pietro retten kann, aber. Das Einhornhorn? Oder das Dingenskirchenblatt? Ah, fuck it. Werde ich, glaube ich, so schnell nicht kriegen. Geil. Das ist alles nur nicht das, was ich will. Supersonic Thrust. Sword Rain müsste ja eigentlich das nächste sein, was ich aufwerfen kann. Ach stimmt, Kratos hat ja einen Titel bekommen. Schwertheiliger. Und Schwertmeister ist jetzt Lloyd. Oh, nochmal deutlich besser als der Suchende. Ja gut, ha. Der Schwertmeister ist einfach die bessere Variante vom Suchenden. Sehr gut. Kombo ist, Kombo Anfänger, Tetra-Angriff. Ja gut. Ja, alles ist besser als der Standardtitel. Von daher. Wofür habe ich jetzt den Schwertmeister bekommen? Einfach nur dafür, dass ich den Suchenden so lange ausgerüstet hat, oder was? So viel größer geworden? Was meinen Sie? Dich. Als ich dich zum ersten Mal sah, warst du nicht viel größer als Genius jetzt. Ja, wohl wahr. Und deine Stimme war auch noch die eines Kindes? Oh yeah. Bald bin ich so alt, wie Sie waren, als wir uns das erste Mal sahen. Was ist los? Warum säufst du? Naja, in seinem Alter war ich viel kindlicher als Genius. Und ich bin noch viel kindlicher, als sie es jetzt in meinem Alter waren. Nun, das bedeutet, dass du erwachsen wirst. Hä? Warum? Kinder sind absolut davon überzeugt, erwachsen zu sein, bemühen sich verzweifelt um Anerkennung. Verstehe, wäre gelogen in Lloyds Fall. Verstehe, das hoffe ich. Es ist wahr, die Fähigkeit, objektiv zu sein, ist der erste Schritt zum Erwachsenwerden. Okay. Es war zwar knallhart gelogen, dass du das verstehst, Lloyd, aber was soll's. Und ich habe mich verlaufen. This is gonna be a piece of cake. Ups. Just as I expected. Und die ganzen Apfelgele kann ich schon gar nicht mehr mitnehmen. Viele habe ich schon. Master Boltzmann. Was war dieser Master Boltzmann eigentlich für ein Mensch? Er ging von der Annahme aus, dass Lebewesen neben Mana nur noch eine andere Kraft in ihren Körpern besitzen. Eine andere Kraft? Die Quelle für Heilkräfte. Er verstarb, bevor er seine Lehren vollständig weitergeben konnte, und auch heute noch ist seine Theorie erst halb erforscht. Dann wird vielleicht irgendwann die Lehre vollständig verstanden sein. Ja, eines Tages. Das wäre schön. Ich gehe einfach mal hier hinten rum. Vielleicht komme ich ja so auch zum Ziel. Hier. Ja, zum Beispiel, wenn ich hier hochkomme. Sehr gut. Wow. Viechers. Yumasi-See. Gucken wir mal. Seht euch das an! Oh! Oh mein Gott! Wie wunderschön! Ein Einhorn! Rain, da ist ein Einhorn! Ja, aber warum ist es...
Es ist wie ein Kerker aus Wasser. Wir können nichts dagegen unternehmen. Dann können wir nicht hingehen und uns ansprechen. Kannst du mit deiner Magie nichts ausrichten, Genus? Was denn zum Beispiel? Wir könnten etwas tun, wenn wir uns die Macht eines Elementargeistes leihen könnten, aber ich bin kein Beschwörer. Die Kunst des Beschwörens ging vor langer Zeit verloren. Das geht auf keinen Fall. Ja, scheiße. Und nu, was machen wir jetzt mit dem Einhorn? Es liegt da rum. Es will unsere Hilfe. Und ich will sein Horn. Ah, fuck it. Na gut, dann halt nicht. Dann speichere ich mal noch gerade. So, aber ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von mir für heute. Bis denn dann und see ya!